Schule. Der absolute Albtraum für Schüler. Naja, außer für die Streber, aber die zählen wir jetzt mal nicht mit. Zum Glück müssen wir diesen Ort bald nicht mehr täglich besuchen. Wir müssen uns nicht auf dieses Gelände schleppen. Müde, kraftlos, unmotiviert. Wir haben es uns verdient, befreit zu werden. Wir, das sind 124 Jugendliche, die mal mehr, mal weniger über all das meckern und nörgeln, was hinter diesen Gittern geschieht. Sind es schlechte Noten, die völlig ungerechtfertigt sind, weil der Lehrer das eigentlich genau so erklärt hat? Mindestens eine 5. Geht es darum, dass man mal wieder die unnötigsten Sachen für Klausuren lernen muss, die man nie wieder in seinem Leben gebrauchen kann? Findet man ungerecht, dass man in Fächern wie Sport, die wirklich ein gewisses Talent erfordern, benotet wird? Oder hat man einfach viel zu viele Hausaufgaben, obwohl der Kopf mit anderen existenziellen Dingen voll ist? Klausuren zum Beispiel oder der Frage, wie man überhaupt zu den Klausuren kommen soll. Aber sind Lehrer wirklich so grausame Kreaturen? Haben Lehrer wirklich kein Herz? Verteilen sie wirklich gern schlechte Noten? Oder sind es vielleicht die Lehrer, die uns zu Abi-Helden machen und dadurch selbst welche sind? Ich weiß, das klingt im ersten Moment, als würde Donald Trump freiwillig zurücktreten wollen. Aber ich habe einige Erfahrungsargumente, die für meine These sprechen, dass Lehrer vielleicht keine bösartigen, kinderhassenden Wesen sind. Hast du noch Fragen zur Proteinbiosynthese? Eigentlich ist mir nach Ihrer Erklärung jetzt alles klar. Danke nochmal dafür. Das ist ja das Mindeste, was ich als Biolehrer für dich tun kann nach deinem Unfall. Für meine Abiturienten tue ich alles. Ich bring meine Schüler durchs Abi. Jawoll, super, 1+. Sie sind meine Helden. Sicher können sich nicht alle Lehrer angesprochen fühlen und sicher konnte ich nicht alle Beispiele aufzeigen, in denen sich Lehrer wirklich menschlich wohlwollend verhalten haben. Trotzdem wären wir alle ohne unsere Lehrer nicht da, wo wir jetzt gerade sind. Und wir wissen nicht, wie oft sie für uns die Augen zugekniffen haben, wo es anderen nicht getan hätten.